In einer anderen Überlieferung sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er sagte: Ich habe euch zwei Sachen gebracht. Wenn ihr daran festhält, werdet ihr niemals irre gehen. Min ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Wer mich überlebt, wer nach meinem Tod noch weiterlebt, er wird sehr viel Ikhtilaf sehen. Sehr viele Gruppierungen, Meinungsverschiedenheiten, Fitna. Und schaut, er sagte nur, wer mich überlebt, nach seinem Tod, fängt es an. Nicht in 1000 Jahren oder 1400 Jahren, wie wir jetzt. Wer mich überlebt von euch, er wird viel Ikhtilaf sehen. Viele Meinungen, Gruppierungen. Aber ich habe euch zwei Sachen gebracht. Wenn ihr daran festhaltet, werdet ihr niemals in die Irre gehen. Mein Buch, wasunnati, mein Buch und meine Sunna. In einer anderen Überlieferung, meine Sunna und die Sunna der vier Khulafa al-Rashidin al-Mahdiin min Ba'di, der vier rechtgeleiteten Kalifen. Beißt darauf mit euren Backenzähnen. Das ist dein Rettungsring, das ist dein Eintrittskarte ins Paradies. Also beißt darauf. Lass es nicht los, es wird Fitna geben. Von überall. Und man weiß nicht, was noch kommen wird auf dieser Erde. Dajjal wird noch kommen auf dieser Erde. Leute werden ihm einfach folgen, weil der bringt Sachen, das ist nicht mehr menschlich. Er sagt zum Regen, Regen, es regnet. Er sagt, stopp, es stoppt. Er bringt zwei Leute raus aus dem Grab, das sind deine Eltern. Die sehen aus wie deine Eltern. Die sind nicht deine Eltern. Deine Eltern sind schon längst tot. Allah gibt ihm diese Macht als Fitna. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat noch nie so eine Fitna gebracht wie ein Messias Dajjal. Noch nie. Und es kann sein, dass es in unserer Zeit sein wird. Oder vielleicht in 50 Jahren. Aber es wird Fitna geben. Was wird er dir machen? Er macht dir Fitna in deiner Religion. Und sehr viele Muslime werden ihm folgen. Und sehr viele Frauen werden ihm folgen. Und sie werden ihre Religion verlieren. Deswegen sagt er uns, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diese ganze Hadith, beiß darauf. Du musst, das ist dein Rettungsring, du kannst nicht anders. Sonst verlierst du das Paradies, sonst kommst du in die Hölle. Und das ist der Grund, liebe Geschwister. Und deswegen müssen wir das lernen. Ja? Weil die Sünde, jeder macht von uns Sünden. Kullu bani Adam khata, jeder macht Sünden. Und die Besten, die Sünden machen, sind die, die immer wieder zurückkehren zu Allah. Oh Allah, verzeih mir. Ich weiß, ich habe eine Sünde gemacht, ich war schwach. Verzeih mir, Shaitan hat mich gesagt, bitte verzeih mir, ja Allah. Und Allah liebt es zu verzeihen.